Mann, ich habe meinen Leuchtstab verloren. Water Chests findet man doch eigentlich nur im Meer. Da finde ich irgendwie komisch. Vielleicht ist das ja hier so eine Art Meer. Kann ja sein. Ja. Wenn wir da Meer anbuddeln und dann haben wir echt ein Problem. Dann wird hier unten dann ganz schnell alles ein bisschen voller. Ja, dann läuft ja nämlich alles zu. Das habe ich mal gemacht. Ich habe im Meer, bei mir ist mal ein Meteorit im Meer eingeschlagen. Ich wollte den so farmen, ne? Hab den gefarmt. Zipfelmützen-Zombie! Hab den gefarmt gehabt, ne? Und hab dann das ganze Meer in die Hölle abgeleitet. So zwischendrin mal ein paar Staus gemacht, damit das Wasser nicht verloren geht. Und da war die ganze Hölle, der ganze Boden war voll Obsidian, voller Wasser. Konnte man richtig schön farmen. Ich würde auch mal langsam gerne in die Hölle kommen. Ja, das dauert noch ganz schön lange. Leute, warum macht denn das, warum ist denn das Wasser hier? Keine Ahnung. Hab ich mich auch gerade gefragt. Alles da oben, das Gold. Hätte so nichts gesagt, hätte ich das schon wieder nicht mitbekommen. Jetzt buddel mir nicht immer den Arsch unter den Füßen weg. Da oben ist ja noch mehr. Was ist das? Was ist das alles hier? Gib mir alles! Ich finde meinen Cursor gar nicht mehr. Da ist er. Wenn man auf... Nee, du baust da die ganze Zeit ab. Ich baue hier nichts ab. Kann man, ich schwinge nur da kann Angst. Man sich nachher schön was draus machen. Haben wir schon so viel? Ja. Wir haben jetzt... Ich habe jetzt schon alleine 99 Erz. Nee. Ich habe 140 Lead-Ohr-Erz, also das Lead-Erz. 53 habe ich. Und ich habe 37 Gold-Erz. Da springt ein Schwert oder so, was eine Spitzhacke. Ein Slush-Block. Keine Ahnung. Lol, was ist das denn? Lol. Ha, Snowf- das Ding habe ich eben gedacht. Das Ding. Guck mal, wie man die weghauen kann. Bam! Oh, die machen aber ganz schön viel Damage, muss man sagen. Ha! Willi, du stirbst. Ach, was, sag an. Was haben die gegeben? Geben die nur Gold, Geld? Oh lol. Ich glaube schon. Untoter Wikinger. Das war das eben da unten in dem, im Wasser auch. Ist da oben was? Nee, ne? Doch, da oben war was. Da oben ist aber... Nee, da oben ist kein Wasser. Lass mal da hochbuddeln. Ich weiß nicht, ich drück gerade mal einfach auf allen Knöppelkins rum. In der Hoffnung, dass bei mir irgendwie die Sicht sich vergrößert, aber irgendwie ja nicht, ne? Vielleicht bei P? Nee, auch nicht. Versuch mal auf F9 Smooth umzustellen, vielleicht geht das besser. Hab ich gerade schon die ganze Zeit, aber das bringt überhaupt nichts, da wird's bei mir alles nur grober. Billy, nach oben. Ach, nach oben. Sag das doch. Ich papp mich natürlich wieder gegen die Wand. Klar. Was erhoffst du dir von oben? Dass die Monster jetzt runterfallen, dass wir sterben. Bau, warte noch bitte da oben. Muss die Druckplatte hier abbauen, sonst. Lol, Willi, ich komm nicht mehr runter, ich komm da nicht mehr runter. Ich komm da nicht mehr runter. Komm runter, komm runter. Ich bin tot. Und tschüss. Ah, Mann. Ich war auf einmal da oben und dann... Alter, wie viele das sind. Wie viele das sind! Ricardo, dein Leben sinken. Ricardo, dein Leben sinken. Hast du geschafft? Pro-like. Einfach nur die ganze Zeit draufhauen, wie bekloppt, da stimmt's? Ja. Ich hab auch das bessere Schwert von uns zwei, glaube ich. Dieser Doofkopf! Ich hab einen Saphir und einen Rubin. Saphir ist übelst nice. Hättest mir ja eigentlich auch mal meinen Spiegel geben können, oder? Oh fuck! Oh, Sex Life! Geh bitte weg da unten. Gar nicht cool. Erstmal Runde campen. Ja, ich hätte dir einen Spiegel geben können. Fuck, der kommt wieder, der Zombie. Oh, bitch. Ricardo's fading about was finally stopped by Undead Viking. Sollte irgendwie Sprecher von Todesmeldungen werden. Das wäre bei diesem Projekt relativ gut.
Tja, Willi. Dein Spiegel habe ich immer noch, ne? Ja, und ich bin fast wieder an unserer Stelle. Guck mal, dass du, wenn du Goldcoins im Inventar hast, dass du die in die Kisten legst. Die sind wichtig, die brauchen wir noch. Kann ich die verlieren, dass wir hier die ganze Zeit Gold, ja, wir verlieren immer die Hälfte vom Gold, glaube ich. Ich weiß nicht genau, ob es die Hälfte ist, aber wir verlieren eine Menge Gold. Fahre ich mal das Holz hier ab. Ich töte alle Leute, die sich mir widersetzen. Kommst du heute nochmal hier runter, oder? Ja, ich mache hier gerade mal die Erze fertig. Mal gucken, was sich da draus so alles machen lässt. Und ich habe meinen Spiegel nicht. Na super. Jetzt bin ich wieder hier unten. Allein. Und verlassen. Erstmal eine Holzrüstung machen. Wie, eine Holzrüstung? Bist du am Arsch? So, ich habe 51 Lead-Barren. Gold, 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 da ist es. Und 9 Goldbarren. Ich vergesse immer, dass ich diesen verdammten Spider-Man-Scheiß habe. Yeah, ich habe ein mörderisches Goldschwert. Plus 8% Damage, plus 5% Speed, plus 3% kritischer Damage. Das ist sehr gut. Darauf erstmal ein Keks. Irgendwie hat mich die Musik hier unten gerade an Zelda erinnert, muss ich einfach mal zugeben. Wobei auch irgendwie gar nicht. Alter, wie weit geht es denn noch hier rein? Ich übersehe bestimmt einiges. What? Wie viel Erz? Ricardo, ja, abbauen, ne? Ich bring alles mit. Es ist so toll. Terraria hat sich zu einem richtig schönen Spiel entwickelt. Es gab ja mal so eine Zeit, da habe ich mir Terraria nur gekauft, weil es so ein paar Let's Player Let's Played haben. Und ich habe mir so gedacht, ja gut, das kann ja, Mitläufer, nicht, so, ne? Das kann ja nicht so schlecht sein, wenn es so ist wie Minecraft. Und dann wurde ich enttäuscht. Irgendwie komischerweise. Ich konnte es irgendwie nicht so leiden. Ich habe das Ganze nicht so ganz verstanden. Und jetzt habe ich mir so gedacht, ja komm. Neue Version, neues Glück und es gefällt mir. Das ist toll. Nö, Steam auf Steam gefunden, angefangen zu lieben, angefangen zu spielen. Machst du gern wie ein alter Opa? Ich bin Opakin. Heißt das nicht Heidoken? Opakin Pocketrainer. Ich hab den Pokémon-Trainer. Hier ist ein Waldling-Zombie! Geh weg, du Kack-Zombie! Ich mach dich kaputt! So, ich bin wieder im Eisbiom. Sehr schön, kriegst einen Keks. So. Diese Spitzhacke ist so geil. Mit der machst du alles kaputt. Boah, die dreckigen Slimes. Ich dachte schon, du bist jetzt tot. Nö, nö. Es gibt noch einen Trick mit dem Enterhaken, ne? Was denn? Wenn du während dem Laufen zum Beispiel an die Decke klickst mit dem Enterhaken und lässt wieder getimed los und dann hast du direkt den Movement Speed von den Boots. Das bekomme ich wahrscheinlich zunächst mal sowieso nicht hin. Da bin ich. Lol, wie viel Erz da oben ist. Siehst du mal, ich habe auch schon einiges mitgenommen. Ich nehme das dann mal mit, wenn du dich ja nicht bereit erklärst, das zu machen, ja? Nö. So, hier ist mir noch ein bisschen was runtergefallen. Und guck mal, unten ist wieder so ein Schneeball. Wo denn? Warte doch mal auf mich, geh doch mal nicht so weit. Du Arsch! So. Ah, oh, ich hab nur 200 Holz dabei. Nice Fail. Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Was kannst du überhaupt? Ich komme mit dem Ding nicht zurecht. Ich möchte gerne jetzt so abspringen. Gold. Ich komm da nicht ran.
Ich hab's geschafft, Ricardo. Ich will das Eis denken. Gebt mir sofort das Eis. Warum kommt hier so viel Wasser runter? Warum tut es das? Weil ich gerade was abgebaut habe, was das Wasser gestaut hat. Das hätte ich mir auch denken können. Warum sagst du mir das jetzt? Hä? Warum? Weil du gefragt hast. Vollkommen richtig, Sir. Vollkommen richtig. Hier ist Erz. Erz! Früher hat man gesagt, da ist Polen! Warum Polen? Hä? Da ist Erz! Da ist Polen! Dort, wo Erz ist, ist auch Polen. Vernichte das! Du verstehst es nicht, du verstehst es einfach nicht. Nee. Das ist jetzt auf irgendwelche geschichtlichen Hintergründe bezogen. Nein! Okay, dann weiß ich nicht, was du meinst. Da unten ist, geht's weiter, ne? Hier, wo ist eine Fackel? Moment, ich möchte zuerst noch... Hier friert einfach nochmal alles zu, das geht doch nicht. Ich finde das voll cool, ne? Mit den Eislappen, jetzt müssen die nur noch bei Erschütterung so runterfallen. Ja, wenn ich furze, fällt da auch manchmal was. Ja. Und wenn ich huste, fallen die auch runter. Mach das Eis doch nicht kaputt, Willi, Mensch. Die armen Fische da unten. Fische. Und Quallen. Quali, 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 Quali. Alter, wie viel Erz hier unten ist, ne? Gold. Erstmal alles kaputt machen. Komm her, Quali. Ich mach dich so ein bisschen Wurst und so. Zack, tot. Qualle, ich mach dich Wurst. Ja. Oh mein Gott. Kennst du nicht die berühmte Quallenwurst? Nö. Das ist verdammt schade, dass du die nicht kennst. Das ist eine sehr leckere Wurst. Qualle, ich mach dich Wurst. Hier ist nichts mehr. Du wirklich was verpasst, wenn du die berühmte Quallenwurst nicht kennst. Lass weiterbauen. A la Willi ist die. Au. Kommen wir hier gleich irgendwo raus? Ah ja, guck mal, ich sehe sogar eine Höhle jetzt. Cool, oder? Hier oben ist nix. Da oben, doch, da oben ist eine Höhle. Ich sehe sie. Ich wollte gerade wie in Final, wie in LOL hinpingen. Siehst du, also ich bin nicht komplett blind, nur manchmal. There's a waterfall. Was war das da gerade hinter uns? Das war Topaz. Da oben ist nix. Du bist doof. Aber weil das Wasser jetzt da unten ist, ist eine Qualle gespawnt. Yay! Quali! Nein! Viel Spaß. Ricardo! Ricardo! Wer ist das? Wer ist das? Kenn ich nicht. Okay, ich hab's geschafft. Wie immer. Ein Schneeball, da kommt ein Schneeball. Ich hatte gar keine Angst. Lol, eine Eisfledermaus. Oh, die macht Damage. Ich hab den Schneeball in die Ecke gedrängt. Da ist noch so ein Wumbelvieh. Guck mal, da ist hier so ein Wumbelvieh. Au! Au! Au, Ricardo! 49 live, Willi, ne? Schaff ich locker. Komm her, du kleines Kackding. Weißt du, ich finde das so cool. Willi steht hier unten, kämpft gegen Wikinger, Zombie und gegen so einen Schleim und vergisst da unten die Höhle, ne? Ha. Ha. Okay, ich hab's mal wieder geschafft. Okay. Okay. Ich hab gerade gemerkt, dass man durch, Eis einfach durchfetzen kann, wenn man es denn möchte. Lol, ich hab den Schleim da runtergeschlagen. Willi, du hast 21 live, ne? Oh. Nom 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 nom. So wahnsinnig. Noob. Und tschüss. Noob! Du könntest mir jetzt aber auch mal langsam deinen Spiegel geben. Ich
hab nur gesehen, Willi springt da runter, gesehen, Druckplatte, Pfeil, Pfeilfalle, Noob, down. Kack. Nice. Nur weil du schlechtes Karma hast.